Die Kunst des Fremdgehens. Viel kann ich daraus nicht mehr lernen. Manchmal wünsche ich mir, Tom wäre tot. Wenn ich ihn nicht halten kann, warum soll es dann eine andere können? Ein Verkaufskiosk. Ein Verkaufskiosk. Besser, ich lasse ihn in Ruhe. Der sieht völlig erschöpft aus. Hatte wohl einen harten Tag. Wenn ich Tom dazu bringen könnte, für mich noch mehr Papier zu stehlen. Tom ist so dämlich, der bemerkt nicht mal, dass seine Frau von uns weiß. Ey, mies eigentlich. Donk fehlt mir irgendwie. Er war zwar nur ein Esel, aber irgendwie... Ja, er sah immer so verdammt dämlich aus, wenn wir ihn gemolken haben. Sein blödes Gesicht war schon krass, ey. Wisst ihr noch, wie wir ihn einmal bis zum Hals im Bier gestellt haben? Unvorstellbar, dass wir den nicht mehr sehen werden. Echt, sowas finden wir doch nie wieder. Wisst ihr noch, als er dann das Bier getrunken hat? Der war platt. Und der Durchfall überall. So eine Farbe habe ich noch nie vorher gesehen. Solche Farben gibt's eigentlich gar nicht. Pah, wir haben die ganze Wand damit gestrichen. Und dann hatten wir selber 2 Tage lang Durchfall. Hör auf, ich piss mich an. Das war einfach zu gut. Ja, das ist es. Wir könnten wieder mal anpissen spielen. Ich bin Erster! Was muss ich machen? Wie wär's damit, lebende Kakerlaken zu fressen? Hey, das erinnert mich an unser Fettwetttrinken. Wisst ihr noch, wie schlecht uns war? Aber unsere Spiele werden auch langsam irgendwie öde, oder? Ja, stimmt. Wir müssen uns mal wieder was Neues ausdenken. Biologisch oder chemisch? Wie wär's mit biochemisch? Hey, wir haben doch neulich in der Basis der Schatten so irre Chemikalien abgegriffen. Au ja, Wettfressen? Aber wir brauchen einen Vorkoster. Nicht, dass wir wieder so wie letztes Mal. War doch voll die krasse Aktion. Nee, das war gar nicht so lustig. Aber wir könnten wieder mal Rattenkämpfe machen. Letztes Mal kam das ziemlich cool. Aber trotzdem, findet ihr nicht, dass uns langsam die Ideen ausgehen? Ja, Mann. Ich will wieder ein neues Spielzeug. Donk war schon irgendwie gut. Und jetzt bleib ich so angepisst, wie ich bin? Und wir machen nichts damit? Ist so irgendwie auch mies. Sollen wir gegen die Wand laufen, bis du wieder trocken bist? Hey, das ist unfair. Das letzte Mal, als du voll gepisst warst, haben wir deine Klamotten der Waschfrau gegeben und gesagt, sie sollen nur mal drüber bügeln. Das war viel lustiger. Hör auf, das war krass. Diese Tante...